Und wenn die Jenny etwas sagen möchte, bitte jetzt. Von den Wiener Demo-Organisationen. Bitte, Jenny. Hallo, es sind einige jetzt schon weg. Ich wollte eigentlich, dass viele, viele das hören. Denn meine kleine Tochter hat auch ein paar Worte zu sagen zu dieser Politik, die jetzt gerade passiert, mit unseren Kindern in den Schulen. Wir haben Masken. Das ist nicht... Wir wollen keine Masken mehr in den Schulen haben. Wir wollen keinen Abstand. Und wir wollen im Frieden leben dürfen. Genau, die Kinder wollen keine Masken in den Schulen. Sie wollen keinen Abstand und sie wollen in Frieden leben dürfen. Mit vielen, vielen Kindern habe ich gesprochen und hier stehe ich für euch alle, meine kleinen Kinder da draußen. Ihr seid nicht allein, ich werde Kämpfer und all die Mütter da draußen, all die Väter und all die Omas sollten auf die Straße gehen. Wir müssen den Kleinsten die größte Stimme geben. Und für das sind wir verantwortlich. Wir alle. Und ich bitte euch, bei den nächsten Demos, nehmt jeder 2, 3 Leute mit. Jeder von euch. Wenn sich das fühlt, was glaubt ihr, was diese Bundestauschball bei uns in Österreich die Hose voll haben? Die haben sie jetzt schon voll. Aber wir werden ihnen zeigen, dass wir die zweite Welle sind. Wir sind der Widerstand, wir alle. Und wir werden gemeinsam, völlig egal welcher Nation, völlig egal welche Religion, völlig egal aus welchem Land, was du denkst und was du glaubst und fühlst. Wir sind eins und das behirnt ihr endlich, liebe Bundesregierung. Wir lassen uns nicht mehr spalten. Ich habe da gerade eine Information bekommen. Schuldirektoren können Maskenpflicht ausweiten. Schalten die Corona-Ampeln auf gelb, muss an den Schulen. Dankeschön. In den Schulen am Montag in Österreich starten neues Schuljahr. Mund-Nasenschutz außerhalb der Klassenzimmern. Seid ihr verrückt? Was tut ihr unseren Kindern an? Sie können es sogar ausweiten in den Klassen. Ihr werdet unsere Kinder nicht umbringen. Ich sage hier und heute Nein zur Maskenpflicht in Schulen. Es ist 11:40. Ich stehe für alle Menschen hier. Für alle. Für all jene, die es noch nicht erkennen. Für all jene, die heute keine Zeit hatten. Und für all jene, die es nicht glauben können, weil sie Angst haben vor der Wahrheit. Aber ich werde so lange die Wahrheit sagen. Ich werde so lange auf Demonstrationen sein, bis wir in Frieden, in Freiheit und in Gerechtigkeit und in Wahrheit leben dürfen. Und das sollten wir alle tun. Ich hab da noch was. Okay, sie hat's vergessen. Alles gut. Das ist das Lampenfieber, das hatte ich beim ersten Mal auch.
Meine Lieben, schließt euch zusammen, vernetzt euch. Bitte, es ist für uns alle. Hier sollte nicht mehr wichtig sein, wer ihr seid, sondern unsere Taten. An unseren Taten werden wir gemessen werden, meine Lieben. Und das ist das Wichtigste. Leistet Widerstand! Ich leiste jeden Tag Widerstand. Ich gehe mit keiner Maske mehr einkaufen seit mindestens, ich glaube, ich habe die nur genau eine Woche aufgehabt. Und seitdem habe ich so viele Strafzetteln bekommen und 5 davon positiv gewonnen für meinen Sinn. Also, leistet Widerstand, meine Lieben. Ihr müsst diese Strafen nicht zahlen, weil sie sind verfassungswidrig und gegen unsere Menschenrechte. Dankeschön.